Hallo liebe Freunde und Freundinnen von meinem Kanal. Heute gibt es bei mir einen Coq au Vin, genauer gesagt einen Coq au Vin Vin Rouge. Und hier sind mal die Zutaten kurz im Überblick. Natürlich Hähnchenteile. Und hier sind Steinchampignons. Hier sind Möhren, da sind Schalotten. Im Hintergrund ist nochmal ein Mirepoix-Gemüse, das heißt also Karotten und Sellerie und Lauch. Dann haben wir hier Rapsöl zum Anbraten, weil es hitzebeständig ist. Hier ein wesentlicher Bestandteil, der Vin Rouge von 2003, den habe ich ausgegraben. So, jetzt ist er im Bild. Mal sehen, das wird ja eine wunderbare Sache. Und hier natürlich Salz und Pfeffer frisch aus der Mühle. Hier meine Utensilien, die man so braucht. Und jetzt kommt der Gag, hier Petersilie nicht zu vergessen. Und jetzt kommt der Gag, ich bin nicht, wie ihr seht, in meiner Küche, sondern hier hinterm Haus. Und das erste Mal mache ich jetzt Outdoor-Cooking. Ich habe hier schon vor einer Weile die Grillkohle angesteckt. Und hoffe, dass wir hier, beziehungsweise ich, genug Hitze bekomme, um das schön anzubraten, schön knusprig zu machen, Aromastoffe zu bilden. Das werdet ihr nachher sehen. Und dann muss der ja eine Dreiviertelstunde schön langsam simmern. Und da freue ich mich schon drauf. Zum Essen habe ich meine Nachbarn eingeladen. Das wird hier ein Augen- und Gaumenschmaus. Als erstes starte ich natürlich mit dem mise en place, das ist Küchenfranzösisch, Fachsprache, das heißt in Arbeitsvorbereitungen. Ich weiß nicht, ob das im Bild ist, normalerweise schäle ich ja keine Möhren, aber in dem Fall, weil ich auch Gäste habe und weil das runtergesetztes Gemüse war, mache ich hier bei den Möhren mal eine Ausnahme. So, ich habe meinen Sparstähler vergessen in der Küche. Das geht aber auch hier mit dem Turniermesser ganz gut. Und dann die Schalotten. Aber das kennen ja die meisten, deswegen werde ich das nicht großartig hier aufnehmen. Ich wollte es nur der Ordnung halber mit im Bild haben. Und vorhin habe ich möglicherweise vergessen, hier habe ich den Knoblauch schon vorher gepellt und in Öl eingelegt. Der kommt natürlich auch zum Coq au Vin. Die Steinchampignons, die werde ich nur achteln. Und dann geht's weiter. So, jetzt startet die Premiere. Zum ersten Schuss Rapsöl. Oh, ich sehe schon die Rauchentwicklung, das ist schon schön heiß. Die Kohle sieht so aus, als wenn sie überhaupt nicht warm ist. Aber das ist eine Täuschung. So, upa. Jetzt geht's los. Zuerst natürlich auf der Hautseite. So, schauen wir mal, wie das aussieht. Oh ja, das wollen wir sehen. Schöne Aroma, oh ja, schöne Aroma und Reststoffe. Jetzt ist hier ein bisschen auf der einen Seite, natürlich auch nicht so einfach, den hier
total in der Waagerechten zu halten. Aber das funktioniert schon. So, jetzt entnehme ich die Hähnchenteile und lege die hier einfach mal auf den Deckel. Da bleiben die auch heiß. Nur aufpassen, dass hier keine unbedingt auf die Kohlen abgleitet. So. Und jetzt kommen die Schalotten, Sellerie, Champignons, Möhren und alles, was ich hier noch vorbereitet habe, und die werden jetzt abgeröstet. So, mal schauen. Aha, hier bilden sich auch schon Röststoffe. Ja, das gibt natürlich dann den typischen Geschmack für ein Coq au Vin oder Coq au Vin, wie viel Schweiger das sagen würde. Jetzt kommt Lauch und ein bisschen Petersilie dazu. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, weil das verbrennt natürlich sehr leicht und wird dann bitter. Lege ich jetzt hier nur mal so oben drauf und auch schon mal ein paar Zehen Knoblauch. So, das ist ja hier für vier bis fünf Personen. Für jeden mache ich jetzt eine Knoblauchzehe grob geschätzt dazu. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Coq au Vin Vin Rouge mit meinem Côte du Rhône von 2003 abzulöschen. Achtung! Viele Leute sparen am Wein und nehmen billigen, und danach schmeckt das ganze Gericht dann auch. Also ich empfehle dann, der Wein sollte auch eine gewisse Qualität haben. Jetzt lege ich die Hähnchenteile hier wieder rein. Und das wird jetzt eine Dreiviertelstunde lang geschmort. Gucke ich mal auf die Uhr. Es ist jetzt 11:45, also 12:30 ist das dann fertig. So, jawohl, hier kommt Flambé. Das hat sofort angefangen zu kochen. Das war immerhin ein Dreiviertel Liter Wein. Steckt also Hitze drin. Das gieße ich mal ab hier den Deckel. Und für die, die das ganze Video nicht chronologisch sehen, hier habe ich die Hähnchenteile zwischengelagert. Und deswegen ist der so ein bisschen hier, das müsste man normalerweise noch schön ablösen, weil das sind ja auch Geschmacksstoffe. So, jetzt ist mein Coq au Vin eine Dreiviertelstunde lang hier über der Holzkohle richtig schön gegart. Und ich hatte den Deckel nicht aufgemacht und ich habe andere Sachen erledigt und war ganz erschrocken. Die Flüssigkeit war so gut wie weg. Ich habe es gleich mit Wasser aufgefüllt. Und jetzt kommt hier meine Gewürzmischung. Das ist Thymian, das ist Majoran, das ist Paprika, das ist Salz. Und das kommt jetzt noch ein bisschen drüber. Natürlich alles frei Schnauze. So, da bin ich mal vorsichtig, nicht zu viel. Mmh. Oh, lecker. Das bleibt so. Ja, sehr lecker. Das bleibt so. Guck mal dir an, mal. Das sieht lustig aus. So, meiner kleinen Freundin Susanna. Schmeckt der Coq au Vin. Leider habe ich französisches Weißbrot vergessen einzukaufen. Meine Nachbarin hat freundlicherweise eine Scheibe Brot mitgebracht. Das ist ein bisschen Stilbruch, aber es geht ja hauptsächlich um den Coq au Vin und der ist super geworden.
Vielen Dank, Susanna. Dann guten Appetit.